Du willst so schnell wie möglich auf Level 70 kommen? Dann solltest du jetzt dranbleiben. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest-Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Mit The Burning Crusade wird die Level-Obergrenze aus Classic von Stufe 60 auf 70 angehoben. Mit etwas Planung kannst du ganz schnell Maximallevel in kürzester Zeit erreichen. Eigentlich lässt sich dieser Level-Guide in einem Satz zusammenfassen. Kloppt Gegner um, absolvier Quest und prügel dich durch die Dungeons der Scherbenwelt, bis du Stufe 70 erreichst. Eigentlich. Denn wenn du zum Release keine Lust hast, mit massenhaft Spielern Schlange zu stehen, um im ersten Gebiet Hölleneber für eine Quest zu erlegen, habe ich dir zwei Level-Strategien zusammengestellt. Level-Strategie 1. Auf in die Dungeons. Der effektivste Weg, überfüllte Levelgebiete oder schnödes Questabhaken zu umgehen, sind Ausflüge in die Instanzen. Das bringt dir nicht nur eine Menge Erfahrungspunkte, sondern auch massenhaft Ruf für die ansässigen Fraktionen. Den brauchst du später, wenn du die einzelnen Dungeons auf heroischen Schwierigkeitsgrad bezwingen willst. Grundsätzlich solltest du Dungeons nicht husch-husch, sondern vor allem gründlich absolvieren, um das Maximallevel an Erfahrung und Ruf aus einem Durchlauf herauszuholen. Prügel also jeden Mob um, der nicht bei 3 aus der Instanz gelaufen ist. Level 58 bis 60. Beginnen solltest du mit einem kleinen Dungeon Trip ab Stufe 60. Hier wirfst du dich zusammen mit deiner Gruppe direkt in den Blutkessel, bis du Level 61 erreicht hast. Alternativ kannst du natürlich auch das einfache Höllenfeuerbollwerk besuchen. Das geht schon ab Stufe 58, je nach Klasse und Ausrüstung. Da der Blutkessel aber mehr Erfahrungspunkte und Ruf abwirft als das Bollwerk, empfehle ich dir gleich den Kessel. Level 61 bis 62. Ab Stufe 61 sagst du der Höllenfeuerhalbinsel Ade und begibst dich in die Zangarmarschen. Dort warten die Sklavenunterkünfte auf dich, die Gegner zwischen Stufe 62 und 64 bereithalten. Bis du Level 62 erreichst, bietet sich auch der Tiefensumpf an. Je nachdem, ob du vorrangig lieber Ruf oder Erfahrungspunkte farmen willst, solltest du einen der beiden Instanzen priorisieren. Die Sklavenunterkünfte bringen dir mehr Erfahrungspunkte, der Tiefensumpf hingegen mehr Rufpunkte. Level 63 bis 68. Ab Stufe 63 kannst du dann in die Wälder von Terrorcar wandern und der Mana-Gruft bis Stufe 65 einen Besuch abstatten. Vergiss zwischendurch nicht, deinen Ruhestein in Shattra zu deponieren. Hängt dir die Gruft ab Stufe 66 zum Hals heraus, kannst du nun in die Sethikhallen wechseln. Dort findest du auch den Schlüssel für die Instanz, das Schattenlabyrinth. Bevor du dem aber einen Besuch abstattest, solltest du ab Stufe 68 die Pre-Quest für Karazhan einschieben, da du in den kommenden Dungeons Fragmente für den Schlüssel zum Raid finden kannst. Du beginnst die Quest Arkane Störung bei Erzmagier Alturus im Gebirgspass der Totenwinde in den östlichen Königreichen ganz im Süden des Gebiets. Level 69 bis 70. Das erste Fragment bekommst du im Schattenlabyrinth in den Wäldern von Terrorcar, das zweite in der Dampfkammer in den Zangarmarschen und das dritte auf der Arkatras im Netersturm. Sobald du alle drei Fragmente beisammen hast und Khadgar die Schlüsselteile zusammengefügt hat, reist du wieder zurück nach Azeroth, in die Höhlen der Zeit in Tanaris. Dort befindet sich die Instanz der Schwarze Morast. Darin reist du in die Vergangenheit, um mit dem verstorbenen Medivh zu sprechen. Du musst ihn überzeugen, den Schlüssel des Lehrlings wieder zu aktivieren. Spätestens jetzt solltest du Level 70 geknackt haben oder zumindest kurz davor stehen. So, jetzt kommen wir zur Level-Strategie Nummer 2. Der Weg als Einzelkämpfer oder keine Freunde? Auch kein Problem. Wer seinen Weg lieber allein beschreitet oder keine Gruppe findet, muss nicht zwangsläufig questen. Alternativ gibt es in der Scherbenwelt viele kleine Gebiete voller Gegner, die sich für deine XP gerne opfern. Neben Erfahrungspunkte lassen sich auch wichtige Reagenzien wie Stoffe und Siegel des Sonnenzorns fallen. Letzteres kannst du in Shattrath gegen Gold und Ruf eintauschen. So kommst du dem Rufziel für die heroischen Dungeons auch ohne Quests und Instanzen näher.
die Wälder von Terrorcore ab ca. Level 61. Da sich die ersten Quests von The Burning Crusade auf der Höllenfeuerinsel und den Zangamarschen fokussieren, sind hier nicht nur gleich nach Release viele Spieler unterwegs. Wem die Gebiete zu überfüllt sind, der kann sich direkt in die Wälder von Terrorcore aufmachen. Idealerweise hast du vorher schon durch Dungeons oder wenige Quests Level 61 erreicht. Wer aber gut ausgerüstet ist oder seine Klasse beherrscht, kann hier schon mit Level 60 loslegen. Dein Ziel ist es, ein kleines Camp der Arkakoa-Vogelwesen nordöstlich vom Szenario-Stickies oder alternativ nordöstlich von Turim. Die vollgepackten Gebiete geben dir nicht nur massenhaft Erfahrungspunkte, die humanoiden Vögel lassen außerdem noch eine Menge Netherstoff fallen, bei dem jeder Schneider feuchte Augen bekommt und seinen Geldbeutel zückt. Ab Level 62 kannst du dann zum Posten der Feuerschwingen oder den Ruinen der Knochenmalmer im Osten der Karte wechseln. Wer kein Problem mit zaubernden Gegnern hat, sollte sich auf jeden Fall auf den Posten der Feuerschwingen und die dort beheimateten Blutelfen stürzen. Denn die lassen Siegel des Sonnenzorns fallen, die deinem Ruf bei den Sehern steigern. Nagrand Level 64 bis 67. Hast du Level 64 erreicht, solltest du den Wäldern von Terrorcore den Rücken zukehren und nach Nagrand im Westen wandern. Dort kannst du entweder die Festung Kilsorge im Südosten unsicher machen oder du nimmst die Quest von Hammett Nessingway ganz im Osten von Nagrand an und dezimierst die ansässigen Wildtierbestände. Das empfiehlt sich besonders für Kirschner. Wer zur Fraktion der Aldor gehört oder gehören möchte, sollte aber in jedem Fall die Festung Kilsorge wählen. Denn hier lassen die Gegner die Male von Kil'jaeden fallen, die du bei dem Aldor abgeben kannst. Nethersturm Level 67 bis 70. Ab Level 67 reist du ein letztes Mal durch die Scherbenwelt. Dein Ziel ist es dieses Mal, den Mal der Nethersturm und die dort ansässigen Mana-Schmieden. Zwei der Schmieden sind vollgepackt mit Gegnern, die das Siegel des Sonnenzorns fallen lassen. Du beginnst bei den Mana-Schmieden Binar im Südosten und kannst ab Level 69 zur Mana-Schmiede Duro im Osten wechseln. Mit diesem Fahrplan solltest du jetzt keine Schwierigkeiten mehr haben, dein Maximallevel so schnell wie möglich zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps geben und freue mich über deine Resonanz. Wenn du noch ein paar gute Level-Tipps hast, dann kannst du es gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wenn du noch mehr über World of Warcraft erfahren möchtest, dann würde ich mich jetzt über ein Abo freuen und ein Like für dieses Video. Ja, und jetzt wünsche ich dir weiterhin immer viel Spaß in der Scherbenwelt. Dein Fuchs.